schwanger. Scheiße, schwanger. Wie kann man sowas nur geheim halten? Okay. Die Notiz ist alt. Trotzdem, lieber vorsichtig. Ich muss den Strom einschalten. Warst wohl kein besonders guter Elektriker. Geschafft. Was ist das? Okay. Okay. Wow. Joe, du würdest es lieben, hier einen Film zu gucken. Thank you.
Gruselig. Niemals. Schlecht. Nein. Die muss erst mal Hornhaut wachsen. Das ist alles. Ja. Okay, na los. Das ist es? Ja. Oh, shit. Ich rate jetzt mal. Willst du dir die Überraschung schon verderben? Keine Ahnung. Ist es ein Dinosaurier? Hör auf zu raten, ich sag's dir nicht. Okay, ist es ein Elefant? Ist es ein Cabrio? Kommst eh nicht drauf. Ist es ein Welpe? Ist es ein Haufen Kätzchen? Du meinst einen Wurf. Was ist ein Wurf? Ein Haufen Kätzchen. Sei vorsichtig. Alles gut. Ups. Bist du verrückt geworden? Du solltest mal dein Gesicht sehen. Ich hätte ertrinken können. Du ertrinkst schon nicht. Du brauchst mehr Selbstbewusstsein, Kleine. Ja, lach nur, alter Mann. Willst schon sehen. Hier geht's lang. Du bist mies. Du schwimmst schon besser. Aber denk dran, nicht rumfuchteln. Das Wasser mit dem ganzen Arm wegdrücken. Bla, bla, bla. Gut zu wissen, dass du mir zuhörst. Ellie, komm her, sieh dir das an. Siehst du, da drüben, schau. Ja, ich sehe es. Ja? Sieht aus wie... Und wie ist das? Erfrischend. Ja, ist nicht so schön reingeworfen zu werden, was? Tja, eigentlich müssen wir sowieso hier durchschwimmen. Schon verstanden. Du bist sehr wütend. Ich bin wirklich sehr wütend. Jetzt komm. Du musst hier drunter durchtauchen. Hol ganz tief Luft. Ja, ich kann das.
als mein Geschichtslehrer aus der 6. Klasse, der sich entschuldigen will, weil er immer so fies war? Wie bitte? Meine Freundin und ich haben immer gemeckert, wenn er die Fireflies Terroristen nannte. Wir mussten oft nachsitzen. Du darfst dich wirklich nicht immer so leicht ärgern lassen. Ist schwer, wenn jemand so fies ist. Trotzdem. Wieder ein Tauchgang. Wo bringst du mich hin? Ist es ein neues Paar Turnschuhe? Wie viele hast du eigentlich davon? Nicht genug. Hier. Okay. Ach, scheiße. Genug geraten. Oh, gut. Aber ist es eine riesige Comic-Heft-Sammlung? Nein, warte. Ein neues DVD-Set? Ja. Welches denn? Bloß ja. Vielleicht Laserdiscs. Die soll mega sein. Ach du Scheiße, Joe. Da wären wir. Oh mein Gott, es ist ein Dinosaurier. Das ist er. Joel! Überraschung. Ach, du Scheiße. Es ist ein gottverdammter Dinosaurier. Was ist das? Ein Buch? Ein Dinosaurierbuch. Okay. Schon gut. Der aber Krallen. Das ist ein Velociraptor. Eigentlich ist es ein Deinonychus. Das sind ganz bestimmt Velociraptoren. Ja, zumindest hießen die so in diesem Film damals. Hallo, tut mir leid, die Dinosaurier sind beschäftigt. Was machst du da? Oh, Moment. Ein Dinosaurier ist hier. Joel ist für dich. Sehr witzig. Es ist auch witzig. Kapiert? Du bist alt. Oh, schon klar. Okay. Wow, das Hirn von dem hier war so groß wie eine Walnuss. Das gibt's ja nicht. Da habt ihr beide ja etwas gemeinsam. Nicht schlecht. Triceratops heißt Dreihorngesicht. Mit dem Horn solltest du dich lieber nicht anlegen. Triceratops. Wenigstens einer, den ich kenne. Wow. Das Dimetrodon war ein Spitzenprädator. Was ist ein Spitzenprädator? Der allerkrasseste Prädator. Dafür ist er aber klein. Warte, meinst du etwa mich? Gallimimus bedeutet Hühnernachahmer. Wer denkt sich das aus? Wissenschaftler. Tja, die sind echt doof. Brachiosaurus fraß täglich knapp 300 Kilo Pflanzen.
Muss der gepupst haben? Da war diese Szene, wo einer der Männer sagte, was für ein Scheißhaufen. Wie heißt der Film und wann können wir ihn ansehen? Ich sag dir was, wenn wir wieder in Jackson sind. Filmabend. Tada! Shake. Der sieht wie ein Vogel aus. In der Tat glaubten Paläontologen, dass Vögel von den Dinosauriern abstammten. Tja, Verzeihung, Herr Professor. Ich weiß auch das ein oder andere. Aus Filmen. Geh weiter. Guck mal, wie dick sein Schädel ist. Sieht irgendwie aus wie Tommy. Das werde ich ihm erzählen. Bitte nicht. Im richtigen Licht betrachtet, Peng, Tommy. Warst du oft in Museen? Ja. Ja, Sarah liebt Museen. Das Mädchen hat mich in jedes verdammte Museum von Texas geschleift. Sieht aus wie eine Giraffe. Ja, da hast du recht. Hey! Wirklich reizend. Sag ich doch. Oh! Hast du das etwa gewusst? Es gefällt dir nicht. Wir können auch wieder gehen. Oh. Sei bloß still. Hey, Joel, kannst du alle Planeten aufzählen? Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unsere neuen Planeten. Hallo? Alles klar bei dir? Mein, Merkur, Vater, Venus, erklärt, Erde. Oh, okay. Verstehe. Das ist echt cool. Wow, Hammer. Wo ist das Lenkrad? Mondfahrzeuge haben keins. Sie haben Joysticks. Ha. Moment. Ist das der echte? Da die echten auf dem Mond geblieben sind, eher nicht. Nicht so schnell, junge Dame. Wenn du ins Weltall willst, brauchst du einen Helm. Oh, klar. Wie dumm von mir. So cool. Wie riecht's da drin? Nach Weltall. Und Staub. Nach dir.
Vorsicht. Wow. Was zum Teufel? Oh. Okay. Wow. Wow. Das sind eine Menge Knöpfe. Echt abgefahren. Mann. Kannst du dir das vorstellen? Happy Birthday, Kleine. Was ist das? Das ist etwas, das richtig schwer zu finden war. Hier. Die Augen. Du wirst es mögen. Okay. T-15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo Ist okay? Willst du mich verarschen? Gern geschehen. Na, was meinst du? Sehen wir uns noch ein bisschen um? Ja, okay. Ja. Willkommen auf der Erde. Yeah. Da vorne ist noch mehr Museumszeug. In dem Gebäude war ich noch nie. Dann los. Und wie genau willst du da hinkommen? No! Ellie! Oh Gott! Warum musst du immer auf mir rumhacken? Komm hier runter! Nein! Hey, wer hat heute Geburtstag? Hör endlich auf damit!
Na, dann spring doch mal rein. Wir müssen noch mehr erkunden. Geronimo! Toll. Hey, heb mich da rein. Also, ich weiß nicht. Ich mach die Tür für dich auf. Komm, sei kein Spielverderber. Okay. Jo. Und hoch. Okay, schlechte Neuigkeiten. Irgendein Mist blockiert die Tür. Dann sieh mal nach, ob ich anderswo rein kann. Ich gehe außen rum. Okay, sei vorsichtig. Und du auch. Hier gibt's Dinosaurier.